angekommen und ich stehe vor den Spreegrafen Studios. Und zwar bin ich heute, das hatte ich euch ja schon in meinem letzten Drogerie-Make-up-Video gesagt, genau. Und zwar bin ich heute auf einem Rossmann X Revlon Event. Und wenn ihr meine Videos schon lange schaut, wisst ihr, dass ich sehr viele Revlon-Produkte immer in England und so weiter gekauft habe. Es wird nachher die Theke enthüllt und das Wetter ist mega schön. Ich bin total gespannt, auch welche Produkte es gibt und so weiter. Ich werde auf jeden Fall berichten, ich nehme euch mit. Und jetzt geht es auch, glaube ich, gleich los. Lippenprodukt gravieren lassen und der Vorgang ist schnell, hast du gesagt. Okay. Das dauert 2 Sekunden. Ja. 2 Sekunden. Sehr schön, cool. Danke. Wir haben jetzt gerade noch ein paar Fotos gemacht. Habt ihr bestimmt dann auf Instagram hoffentlich gesehen. Und oh Gott! War reingequetscht. Arbeitsunfall. Unfall überstanden. Und jetzt gehen wir wieder zurück zur Location. Eben hat ja der Make-up-Artist den Look geschminkt, hat uns die ganzen Produkte vorgestellt. Und jetzt haben wir quasi so eine Workstation. Produkte austesten. Okay, erstmal kurz dieses Hotel festhalten. Hier werde ich heute Nacht schlafen. Mega schön. Wir sind übrigens gerade in Regen gekommen. Es war den ganzen Tag mega sonnig und jetzt seht euch das an. Das ist der Name des Hotels, falls es euch interessiert. Ich bin leicht gelb. Es ist einfach so stark am Regnen und wir sind eben schon komplett nass geworden. Deswegen gehen wir jetzt im Hotel was essen. Wir haben natürlich auch eine total große Goodiebag bekommen. Das Event war wirklich mega cool. Wenn ihr mich schon lange verfolgt, wisst ihr, dass das mein großes Pet-Peeve ist. Diese Decken. Sie sind schön, aber sie dürfen hier leben. Und was ich halt dachte, ist, dass ich morgen früh einfach mich ein bisschen mit den Produkten schminke. Hier habe ich noch einiges mehr. Und dann kann ich euch gleich schon mal die ersten Eindrücke sagen. Deswegen denke ich mal, wählen wir das morgen früh, dann ist auch das Licht besser, ein bisschen besprechen. Ich werde mich jetzt gerade mal kurz etwas frisch machen,
kurz meine E-Mails gucken und dann gehen wir, wie gesagt, unten was essen. Das war so cool heute. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt. Das finde ich immer so, so interessant. Es macht so viel Spaß, sich mit anderen Leuten auszutauschen, die das Gleiche machen. Und wie gesagt, ab 7. Juni gibt es Revlon in allen Rossmann-Filialen, in denen vorher eine Astortheke stand. Sprich, das wird quasi einmal ausgetauscht. Bin gespannt auf die Produkte morgen früh. Aber jetzt muss ich mich einmal kurz auffrischen. Guten Morgen! Ich habe jetzt schon einige der Produkte rausgesucht, die ich heute testen möchte. Also mehr oder weniger ein Full Face. Und habe mal wieder den weltschönsten Tripod gebastelt. Ich habe übrigens sehr gut geschlafen, falls jemand interessiert. Das Bett war sehr bequem. Jetzt habe ich einfach nur geduscht, meine Haare geglättet, Haarpflege drauf. Das erste Produkt, das meinte ich gestern schon bei Insta-Stories, das möchte ich schon so lange ausprobieren. Photo Ready Prime and Anti-Shine. Folgendermaßen aus, ein Cremeprodukt. Und auch gerade wenn ich im Sommer viele Cremeprodukte auf der Haut trage, möchte ich halt trotzdem, klar, es kann ein bisschen Bewegung in der T-Zone sein, aber ich möchte halt nicht super glänzen. Und mal schauen, ob das so ein bisschen kontrolliert. Ich nehme einfach mal das Schwämmchen, was damit kommt. Meine Haut fühlt sich sehr samtig an. Es hat aber nicht die Poren oder so minimiert. Ich glaube, es ist wirklich nur, um den Glanz zu kontrollieren. Jetzt verwende ich eines der Hero-Produkte von Revlon. Und wenn ihr meine Videos schon lange schaut, wisst ihr, dass ich die schon vor Jahren in einem meiner Top-Favoriten-Foundation-Videos hatte. Revlon Color Stay für Normal to Dry Skin. Das Produkt hat auf jeden Fall eine mittlere Deckkraft. Ich glaube, ich hätte einen Ton dunkler nehmen können, aber das korrigieren wir gleich. Und ich finde, die Foundation entwickelt sich halt auch auf jeden Fall während des Tages und wird halt immer strahlender und natürlicher. Das finde ich aber auch sehr spannend, das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Die Highlighting-Palette. Was soll ich tun? Ich bin absolut berechenbar bei sowas. Wenn etwas so aussieht, wie kann es mich nicht ansprechen? Dann habe ich was Schönes Warmes in der Lidfalte und mein Auge ist gleich ein bisschen betont. Den goldenen Schimmerton nehme ich einfach aus bewegliche Lid. Highlighting-Palette kann man definitiv auch als Lidschatten verwenden. Ich bronze jetzt noch mal ganz kurz mein Gesicht, um einfach die etwas zu helle Foundation auszugleichen. Hier bin ich nicht ganz sicher, ob es meine richtige Farbe ist. Brow Fantasy Dark Brown. Da hat man einmal den Augenbrauenstift auf der einen Seite und das Augenbrauengel auf der anderen Seite. Ist auf jeden Fall ein schönes, kühles Braun, denn ganz oft haben die rote Untertöne und dann werden die halt so super warm. Der Ton ist auf jeden Fall schön aschig. Und das Ganze fixiere ich jetzt mit dem Augenbrauengel. Dann komme ich jetzt zu Cremeprodukten, meine liebste Kategorie. Da habe ich einmal den Insta Blush in der Farbe 310 Candy Kiss und den Photo Ready Insta Fix Highlighting Stick in Gold Light. Und schaut euch das mal an. Extrem vielversprechend, keine Glitzerpartikel. Gerade wenn ihr Puderprodukte drunter tragt, dann würde ich entweder immer mit einem Beautyblender arbeiten, also das Produkt nicht direkt auf die Haut geben. Sonst nehmt ihr nämlich das Puder runter. Also entweder würde ich einen Stippling Brush nehmen oder einen Beautyblender. Und der Make-up-Artist vor Ort hatte auch gesagt, dass es eine Cream-to-Powder-Formulierung ist. Sprich, man hat trotzdem den gesunden Look, aber die Wange glänzt nicht so. Und ihr seht, mein Puderbronzer darunter ist gerettet. Und jetzt das Highlight. Wenn ihr gute Laune haben möchtet, tragt einfach Creme-Highlighter auf. Und euer Tag ist gerettet. Bis jetzt bin ich mega zufrieden mit meinem Look. Das Gute ist, ich bin den ganzen Tag heute unterwegs. Sprich, wir können heute Abend sehen, wie sich das Make-up entwickelt hat. Und jetzt habe ich zwei Lippenprodukte. Da habe ich einmal den Balm Stain in der Farbe 65, Irresistible. Und toppen wollte ich das mit dem Ultra HD Lip Lecker in der Farbe 540. Beautiful. So, was sagen wir zum Endergebnis? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein typischer Yamina-Look.
bin soweit super zufrieden. Ich werde euch heute Abend nochmal berichten. Jetzt werde ich noch meinen Koffer zu Ende packen. Vielen Dank auch nochmal an Revlon für das tolle Event. Denkt dran, ab dem 7. Juni wird es Revlon bei Rossmann geben. Es kann aber auch bis Ende Juli dauern, bis dann quasi alle Filialen den Austausch mit Astor hatten. Also haltet auf jeden Fall Ausschau. Ich werde mich jetzt mit Talisi treffen und wir werden Matcha-Eis essen. Mehr sage ich noch nicht dazu. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie ich mich freue. Und Mama, die nächsten Clips sind jetzt alle für dich. Ihr werdet gleich sehen, wovon ich rede. Ich freue mich extrem. Lasst uns zusammen das Matcha-Eis essen. Just hold tight, we're up at the moonlight, believe in the magic. On sight, we'll make it feel just right. Just look at that bright light, believe in the magic. And we can save you from the bad. The spark is always gonna last. When nothing else makes sense, just dance. Wir haben eine Acai Bowl, einen Matcha Latte und eine Talisi. Hallo! Okay, folgende Situation. Wir sind halt bei Attila Hildmann. Er hat jetzt einen Laden aufgemacht und aus irgendwelchen Gründen sind wir halt voll die Fans. Das ist total schön. Er ist gerade ein paar Mal vorbeigelaufen. Ich würde eigentlich auch gerne ein Foto machen für dich, Mama. Aber irgendwie ist es auch heimlich, einfach so zu ihm hinzugehen und so, hey, wir sind Fans. Mal schauen. Ich habe eine Acai Bowl bestellt, ein Matcha Latte und das Essen. Das ist doch Matcha-Schokolade. Ja? Oh mein Gott, das ist schon geil. Ja. Es muss gut sein. Das ist krass. Oh mein Gott. Ich hatte auch so ein bisschen nach, weil es so ein Teller ist. Leute, ich dreh durch. Schau mal. Hi. Oh. Oh mein Gott, er ist so süß. Machen jetzt hier mal den Live-Test für euch. Genau, Talisi hat schon gerade gefilmt. Wir haben jetzt noch zum Nachtisch. Oh mein, ich raste gleich aus, ne? Matcha-Eis. Ich kann nicht mehr. Verzeihung, Talisi hat noch mit Nutwave. Nutwave heißt Nut es. Nutwave. Das ist dieses vegane Nutella. Ah, das vegane Nutella. Oh, alright. Okay, wir probieren. Jetzt kommt der Test hier. Heidewitzka. Ist es gut? Heidewitzka. Ich kann nicht mehr. Diese Schokolade, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist richtig lecker. Oder? Das ist richtig krass. Okay, Leute, wir müssen echt eine Empfehlung aussprechen. Das Eis ist richtig geil. Mhm. Vor allem veganes Soft-Eis findet man das so geil vor allem. Ja, mega. Oder auch die Konsistenz. Also, das ist halt mega. Wow, 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 wow. Attila, auch wenn wir kein Foto gemacht haben. Ja. Das Eis kann sich sehen lassen. Ich muss mit Christina ganz lieb machen. Ne? Dankeschön. Okay, tschüss. Goodbye. Back again. And... Mimi's back. Tell a friend. Ja. Ist das, was du sagen wolltest? Ich wollte euch kurz was zeigen. Und zwar sind, Moment,
einige Pakete angekommen. Ich habe auch ein bisschen was bestellt. Aber das muss ich erstmal in Ruhe angucken. Was ich euch nur sofort zeigen wollte, ist das neue Hemd meines Freundes. Und die neue Hose. Wir machen kurz ein OOTD. Und viele von euch schreiben mir auch tatsächlich immer, wo mein Freund die Sachen kauft, weil er so groß ist. Also an alle Frauen und Männer. Ich schreibe euch das gerne in die Infobox, wo ich das bestellt habe. Fühlt sich halt echt schön an, ne? Weil es so ein weicher Stoff ist. So, jetzt drehe ich nochmal Puppe. So, mein Kameramann hält die Kamera, denn ich wollte euch ja noch meinen Make-up-Look zeigen nach, Moment, ich muss rechnen. Da, da, da. 10 Stunden, so. Ich meine, klar, Lippe ist nicht mehr da, das ist, erwarte ich auch in keinster Weise von glossigen Produkten. Frisch. Thank you. Frisch, danke. Ne? Ja. Highlighter? On fleek. Warte. Bleib eine Sekunde stehen, okay? Ich komme sofort zurück. Das ist länger als eine Windows-Sekunde. Kennt ihr das? Verarbeitung in einer Sekunde abgeschlossen. Das hier dauert länger. Entschieden länger. So, jetzt habe ich gerade selber nochmal in den Spiegel geguckt. Also ich finde die Wange, da ist immer noch alles, wo es sein soll. Es hat sich jetzt auch nicht getrennt, sprich Puder mit Creme und so weiter. Das Einzige ist, hat sich hier so ein bisschen, hat es etwas gecreased. Ich werde die Produkte natürlich weiterhin testen und euch berichten. Schaut euch aber definitiv den Creme-Highlighter an. Da kann ich jetzt schon sagen, alle Daumen hoch. So, und jetzt werde ich noch mein Weekly Bits and Pieces weiter schneiden, dann auspacken, dann für meinen Mann kochen. Gott sei Dank, endlich. 1,5 Tage ohne mich. Ne? Du hast keine Ahnung, wie viel ich zugenommen in der Zeit habe. Er nicht sprechen kann Deutsch. Ich bin auch Mathematiker, ich muss das nicht. Also, wir sehen uns dann. Als mexikanischer Scheich kann ich halt kein Deutsch. Stimmt. Also, wir sehen uns. Wann denn? Sonntag, ne? Bye!